Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine einzige Plank-Übung in Kombination mit einer Übung für den Trizeps. Schon ein bisschen eine fortgeschrittene Übung. Wer noch nicht so gut in den Planks ist, ich verlinke mal hier oben ein Video, da habt ihr einen 5 Minuten Plank Workout. Das ist eine gute Grundlage, um später schwere Variationen zu lernen. Aber wir legen direkt los mit der Übung. Wir starten im Unterarmstütz, Ellbogen unter die Schultern, Spannung aufbauen und in die Plank. Von hier nehmt ihr jetzt ein Bein, Ausfallschritt nach vorne. Dann merkt ihr schon, der Arm, der auf der gleichen Seite ist, hebt ein bisschen ab. Von hier zieht er jetzt durch, Kick nach vorne. Das Bein ablegen ist ein bisschen leichter, aber wir halten es in der Luft, wir sind schon fit. Geht wieder zurück, zurück. Genau das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Step vor, durch, zurück, zurück. Nochmal die Seite, Step, durch, zurück. Zurück, andere Seite, Step, vor, zurück, zurück. Ihr merkt beim Ausprobieren schon, ihr kommt vielleicht noch nicht so ganz so weit mit dem Bein hier nach vorne. Dann übt ihr das zuerst in der High Plank. Nur den Step nach vorne, zurück. Ihr müsst immer versuchen, auf die Höhe eures Fußes zu kommen. Wenn ihr das noch nicht schafft, braucht ihr noch nicht runtergehen. Wenn ihr euch schon sicher fühlt, geht ihr runter auf die Ellbogen. Jetzt, wie versprochen, die Trizepsübung für zu Hause. Ich finde noch viel effektiver als enge Push-Ups. Und zwar starten wir auch auf dem Unterarmstütz. Füße kommen nach hinten, Ellbogen genau unter den Schultern. Von hier krallt ihr euch richtig in den Boden rein, drückt euch nach oben. Wichtig ist, dass hier die Ellbogen nicht nach außen zeigen, sondern nach innen. Nicht nach außen, schön nach innen. Geht wieder gerade runter, gleiche Linie und wieder hoch. Push, tief. Push, tief. Push und tief. Wenn euch das noch sehr schwer fällt, kein Problem, ihr könnt es erstmal leicht üben, indem ihr es auf den Knien macht. Das heißt, ihr startet hier oben. Geht runter, setzt aus dieser Position jetzt die Knie ab, nicht zu weit nach vorne, das soll ja noch ein bisschen was bringen. Füße hoch, push, tief, push und tief. So habt ihr ein bisschen weniger Gewicht und habt es leichter, die Übung zu lernen. Jetzt der finale Schritt, wir kombinieren beide Übungen miteinander. Das heißt, wir starten hier unten. Jedes Mal, wenn wir gleich zurückkommen in die Plank, gehen wir hoch und wieder runter. Wir starten. Step. Kick durch. Zurück. Zurück. Achtung. Push. Tief. Step. Durch. Zurück. Zurück. Up. And down. Nochmal. Step. Cut. Zurück. Zurück. Und hoch. Tief. Letzte Runde, Kick, zurück, zurück, hoch und tief. Sehr, sehr gut. Ihr merkt, wenige Wiederholungen sind schon echt, echt anstrengend und ihr habt den Trizeps sehr gut isoliert. Wenn ihr normale, enge Push-Ups machen würdet, habt ihr die Brust dabei, die vordere Schulter ein bisschen dabei und hier habt ihr wirklich einfach nur isoliert den Trizeps. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Übung geschafft habt. Wenn ihr richtig gefallen an der Übung habt, markiert mich gerne mal auf Instagram mit der Übung. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.